Kapitel 7. Das verlorene Vermächtnis. Und damit herzlich willkommen zu Uncharted Lost Hello, Legacy. Hello. Weißt du, man sieht nicht jeden Tag eine komplett verborgene Stadt, die seit Jahrhunderten niemand mehr gesehen hat. Bis auf Asaf. Bis auf Asaf. Und ein paar seiner Männer. Und ein paar seiner Männer. Bist du soweit? Du hast den Moment total versaut. Ist dir klar, oder? Hm. Ja, bin soweit. Wie kommen wir rein? Weiß nicht. Sieht aus, als ob an der Seite alte Gemächer sind. Also hoch. Warte mal, wir müssen da irgendwie rüber. Warte mal. Muss ich mal. Nee, passt so, glaube ich. Jawohl, genau das, was ich haben wollte. Ah, oh, Laserfritzen. So, den nehmen wir mal mit. So, Scharfschützen sind jetzt mal weg. Nadine, du musst. Nee, Chloe, immer noch. Den Typ. Verdammt, das war nicht beabsichtigt, da runter zu springen. Das ist eine Überraschung. So, war was? Jedenfalls haben wir sie immer erwischt. Schön, dass du mich gesprengt. Der Sack hat mich schön weggesprengt. Wo hat der denn mehr? Ach, lecko mio, Alter. Wieso sterbe ich so schnell? Ja,
Nervig. Jawohl, der ist auch weg. Ich muss ja mal kurz so laden. Was? 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 Der hab ich erwischt doch! Kannst du mal da bitte in Deckung laden? Jetzt muss ich wirklich in Deckung bleiben. Schön. Ach, da oben ist noch einer. Mann, geh in Deckung jetzt. Uschi. Perfekt. Du kannst nicht gewinnen. Doch, kann ich. Du kommst hier nicht weg. Der muss sofort sterben. Ja, ich fick dich doch, ey. Oh, oh, oh. Alice. Alles sicher. Danke. Wir einen Weg hier raus. Nehmen wir die mit. Hat aber auch übrigens Glück, dass ich die jetzt mehr oder weniger erwischt habe. So, warte mal, wenn wir die mitklappen. Und dann marschieren wir da mal hoch. Okay, weiter geht's. Na komm, mach. Sehen, wo wir rauskommen. Jo. Wahrscheinlich bei noch mehr Feinden. Irgendwo muss es einen Weg in die Stadt geben. Naja, da nicht. Irgendwo muss es einen Weg in die Stadt geben. Ja, genau. Das war der Weg. Das war der Gedanke dahinter. Oder der Gedanke dahinter. Wow, da oben. Asaf hat wohl keinen Eingang gefunden, also. Man sollte annehmen, dass Asaf mehr Respekt für diesen Ort hat. Asaf respektiert nur Asaf. Irgendwie schade, dass Belur der Welt verborgen ist. Tja, jetzt wissen wir warum. Noch ein Gott? Wahrscheinlich einer der Hosella-Könige. Wie viele Könige hatten sie damals? 11. Der junge König war der letzte der Linie. Tja, sein Plan hat geklappt. Er rettete die Stadt vor den Persern. So, und jetzt muss ich da hoch wahrscheinlich und okay, ich dachte, ich brauche jetzt Hilfe. Oh, Mist. Hier waren wir gerade. Sieh auf den Vorsprung über den Feld. Ah, sehr gut. So, komme ich da jetzt irgendwie wieder mal hoch, oder?
Ich hätte jetzt gedacht, ich krieg die jetzt mit weniger. Richtig schnell, ja, bin ich natürlich. Da geht's weiter. Genau. Los, hier geht's lang. Das war der Weg, das war der Planet. Ich habe nur war ein bisschen voreilig, ich habe mir das Ziel verfehlt. Falls noch jemand Bedenken hatte, dass das Belur war, Herr Shiva. Und das ist wohl Ganesha, bevor er seinen Elefantenkopf bekommen hat. Möglich. Könnte auch Katekeya sein, Shivas älterer Sohn, der Hindu-Gott des Krieges. Sie haben wohl verschiedene Wege gewählt. Verdammt, der Eingang wurde gesprengt. Es muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Sie wollen uns aufhalten, ja. So, ich muss jetzt eine Alternative suchen. Da oben oder was? Hier drin, Nadine. Schmeckt lecker. Yummy. Ist groß. Es muss noch einen Weg geben. Ich hätte wahrscheinlich lieber erschossen. Oder ein Brunnen. Vielleicht beides. Ich bereue, glaube ich, gerade, dass ich nicht geschossen habe, dass ich die beiden nicht einfach weggebracht habe. Ziemlich tief hier. Oder warte mal. Es kann natürlich sein, dass das irgendwie eine Tauchstelle ist. Oder? Dann probieren wir es einfach mal. Vielleicht könnte das funktionieren. Aha. Tilly. Da oben, das ist ein Wasserreservoir. Ich finde gerade nix. Okay, dann geht's da lang. Ich dachte, vielleicht liegt hier irgendwie ein Schatz oder so. Was ist das? Alte Kannada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist das eine Bibliothek? Sieht so aus. Eine Sita? Vina. Eine entfernte Verwandte der Sita. Vielleicht gab es hier Aufführungen. Das ist keine, das ist nicht eine Bibliothek, sondern Theater ist. Das ist eine Trommel. Die bewahren hier alles Mögliche auf. Fraser, hier drüben. Ja. Ich dachte mir schon sowas. Aber ich darf sich doch bitte einfach mal nach oben gucken, weil hier liegt zum Beispiel noch ein Schatz. Eine handgeschützte Palisander-Brotdose. Na, Happy Birthday. Und hoffentlich ist das Brot nicht mehr drin. Was haben wir hier? Weihrauch oder Kräuter? Okay. Dann schauen wir mal, was die gute
Marien da so hat. Das war nicht mal beabsichtigt so. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Das sind eine dieser Figuren, die wir. Die Chloe hat, oder? Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Nein. Auf keinen Fall. Und er wird ihn nicht bekommen. Danke. Dafür werden wir sorgen. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Vergiss Ganesha nicht. Oh. Gut, dass ich das dabei habe. Ja, hier durch. Oh. Umwerfend. All diese Pracht und niemand kann sie sehen. Aber wie kommen wir dahin? Im Zweifel klettern. Wir können aber, glaube ich, da nicht irgendwie runter, oder? Obwohl. Könnte von der. Komm schon. Das ist Wasser, das ist passt genug. Wieder ein Schatz. Also was mit der Sanduhr? Ein Shatavahana Stückglas. Da kommen wir wieder rein. Alles klar. Okay, da geht's nicht weiter.
Da würde ich aber sagen, geht's da weiter, weil das sieht nämlich schon wieder so nach Klettern aus. Und dann wahrscheinlich darüber. Na, toll. Happy Birthday. Danke fürs Vorgehen. Gern geschehen. Ein Foto. Hey, alles okay? Tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey! Nadine Ross! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Jetzt wieder bei der Sache? Ah, Flugscheißer! Ja, super. Jetzt müssen wir den ganzen Biss wieder hochklettern. Soll die Nummer. Da. Bereit? Ich hab dich im Auge. Da geht's weiter. Ist ziemlich eng hier. Na gut, dass sie so relativ schlank ist. Bis auf oben und vielleicht ein bisschen mehr. Was für eine hübsche Stadt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir... Okay, Frage beantwortet. Boah, geklappt. So, jetzt wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurück und das war da... Oh doch. Ach Mann! Du sollst auch nicht runterklettern. Ich hab dir das Gefühl, sie will halt nichts anderes. Weiter das Foto. Genau, da unten müssen wir durch. Scheinbar. Da. Oh, komplett geflutet. Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Ja, das war ja jetzt klar irgendwie, aber das... Okay. Immer mit der Ruhe. Was? Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Sie hat die Handy in der Tasche. Mein Gott, siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Heilige Scheiße. Das trifft's. Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Da gehen Treppen hoch. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Ja. Ich hab doch schon einen gefunden. Shit. Fällt gerade was auf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen? Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. Oder er findet uns. Hier drüben, Nadine. Alles klar? Das war jetzt der Plan dahinter. Diesen Aufgang habe ich gerade schon gesehen. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber mir fällt jetzt erst die Königskobra um den Schlosshals auf.
Okay, und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Ja, wahrscheinlich gibt es insgesamt 4 Stück. Die geht wieder zurück. Oh. Irgendwas übersehe ich. Ja, warte mal, das habe ich schon verstanden. Okay, dann müssen wir da nochmal hoch. Schon wieder da und dann darüber. Ich habe den Aufgang nämlich nicht gefunden zuerst. Das war der Plan dahinter. Mein Gott. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Von hier mein Haus sehen. Aua. Schau mal, müssen wir da rüber. Genau, so ist es. Bin gleich unten. So, keine Rutschpartie gefällig. Oh, echt rutschig. Spät gesehen. Irgendwie runter? Ja, ich vermute, dass wir da auch noch mal irgendwie was da Marsch. So, okay. Da weiter. Da sind Haltegriffe auf der anderen Seite dieser Fenster. Cool. Ha.
gut zu wissen. Dann gehen wir da hoch. Aha. Da. Dann mal los. Okay, ich nehme die hier. Ich hole Shivas Trommel runter. Scheiße. Ja, das war auch nicht beabsichtigt. Ich war zu lang und zu schnell. Doch, ich muss kurz warten. Ist die... Ach du Olle. Ich dachte, die wäre jetzt an der... Ich dachte, die geht jetzt an die Trommel und das Ding hier und ich warte kurz. Soll ich denn da hochkommen? Wieder Unmengen Zeit, Uschi. Jawohl. Aber zumindest mal dran. Anstatt dass da einfach mal dich da festhält. Nee, das. Okay, gut. Ich dachte, ich muss den Scheiß jetzt nochmal neu machen. Oh, Scheiße, es geht los. Genau, das, was ich ja machen wollte. Und jetzt drehen wir das Wasser auf dieser Seite auf. Alles klar. Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Hey. Oh, wollen wir? Achso, du willst da runter. Okay. Hier, yeah, oh, machen wir so. Scheiße. Und mir geht's gut, danke. Was meinst du mit bisher? Wo soll ich denn da hin? Olle. Sehe von da. Also ich halt, aha. Was sind jetzt die hin? Also nebenbei. Ich hab die jetzt voll verpasst. Ja.
brauchst nicht da ran zu springen. Ah, jetzt ist sie drin. Klettern Sie auf die Trommel, um das Wasserventil zu öffnen. Auf dieser Seite kann man nicht hochklettern. Uschi. Kannst du mal bitte da jetzt vernünftig drüber gehen? Okay. So, und du? Die Frage ist, wo muss ich da hin? Ich meine, das habe ich ja gemacht. Muss ich jetzt wieder runter oder was? Du brauchst da nicht rumrennen. Da rennt die manchmal alleine. Achso, ich muss da. Da geht's weiter. Okay. Das habe ich zu spät gesehen. Viel zum Thema. Doch, es geht da weiter. In einem Moment wissen wir mehr. Okay, okay. Dann habe ich das erste Spiel gesehen. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Ja. Ich schätze, wir sind noch nicht fertig. Wenn die Häuser etwas schützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Perfekt. Ist das alles? Dann mal los. Das Ding ist hier. Das ist ein Prisma. Du hast recht. Klar hatte ich das. Womit? Mit dem, was du gesagt hast, da wo die Statuen und Äxte waren. Das aller fünf Dinge drei Spitzen eines Dreizacks, das Licht teilte sich in drei Strahlen auf und Shivas drittes Auge. Du weißt was über Shivas drittes Auge? Ja, Weisheit. Und Zerstörung. Er öffnet es nur, um das eine oder andere zu gewähren. Hoffentlich ist es Weisheit. Bei unserem Glück nicht. Muss ich den Mist jetzt. Warte mal, muss ich das jetzt irgendwie drehen oder so? Falsch.
Das Licht trifft nicht auf den Spiegel. Kannst du mal bitte da mit dem Scheiß Rätsel? Nee, das möchte ich nicht. Ich tanze doch ein bisschen mit dem Ding. Ich kann nichts machen gerade, weil die sich da, weil die ganz alleine dreht. Aber ich weiß nicht, was ich machen muss. Muss auf einen bestimmten Punkt oder was? Schau hoch. Die Statue steht nicht richtig. Ah, okay. Ja, das ist wahrscheinlich die in der Mitte, die sich da, die da irgendwie das Ding nicht richtig dreht. Auf der anderen Seite auch so was, oder? Ja, mehr oder weniger. Schöne Scheiße. Die hier ist kaputt. Lass mal sehen. Moment. Hast du das? Ja. Bitte. Du bist eine tolle Statue. Rüber mit dir. Das Ding ist schwer. Okay. Vorsicht. Die Kante sieht nicht stabil aus. Alles klar. Okay, warte mal, wir müssen die Statue, die da vorne ist, auf jeden Fall ein bisschen drehen, würde ich spontan sagen. Bleib da mal da stehen. Bleib da stehen. So. Bitte, Mann. Bleib doch einfach mal! Ey, Uschi! Sie will nicht und bleib da weg. Lass es doch. Oh Mann, Nadine. Nee, Chloe, Mann, ich verpasse, vergesse, ich verwechsel die immer wieder.